Wenn man den Altplan mit den dachebenen Körpern Dächer konstruiert, wie Satteldächer, sollten die Traufen parallel zueinander liegen, damit der First auch schön in der Mitte liegt, wie hier im Rohbau bei den Dachebenen. Man kann dies aber auch nutzen, um an eine schiefe Traufe heranzukommen, und zwar folgendermaßen. Wenn man das Werkzeug auswählt, stellt man die Dachneigung ein, stellt man die Traufhöhe ein, stellt man die Unterkante dort ein, wo der Rufusboden hier in diesem Stockwerk hin soll, und dann umfährt man den Bereich des Daches als Dachebenenkörper, indem man die Diagonale zum Beispiel definiert und mit Escape dann abschließt. Dann wird noch nach Schräge und Kante gefragt. Man klickt die Schrägen an die entsprechenden Kanten dran, wo sozusagen die Traufpunkte sind. Wenn man das Satteldach definiert hat, kann man das Ganze schließen. Diese Grundkonstruktion sollte man sich so zurechtlegen, dass man weiß, wo der First rauskommt, abhängig von den Traufen. Dann gibt es da natürlich noch die Wand aus Assistenten oder woher auch immer. Und wenn man die Wand hat, kann man in den Eigenschaften der Wand die Wand an die untere Ebene dranhängen, was dem Rohfußboden entspricht, und die Oberkante der Wand an die obere Ebene dranhängen, Abstand 0. Okay. Und dann kann man die Wand zeichnen. Natürlich im ganz klassischen Sinne, vielleicht auch mal bis hierhin. Und dann kann durchaus auch eine schiefe Traufe entstehen, abhängig von Gebäudeumriss. Dann sieht man wie hier das Gebäude entlang eines normal konstruierten Satteldaches schräg abgeschnitten worden ist. Je nach Umriss, was man hier braucht. Das Ganze kann natürlich auch anders aussehen. Wenn man das hier löscht, können auch die Wände gleich entsprechend liegen. Je nachdem. Nur die Wände sollten eben innerhalb des Dachebenenkörpers liegen. Per Rechtsklick kann hier zum Beispiel dann noch Linienbauteil an Linienbauteil zur Eckkorrektur genutzt werden. Jedenfalls ist Basis immer ein zugrunde liegender Dachebenenkörper, dessen Traufen am Dachebenenkörper selbst immer horizontale Traufen sind. Nehmen Sie also eine repräsentative Traufe her, aus der Sie dann hier ab dem tiefsten Punkt mit der Traufhöhe hier ein Satteldach ganz normal entwickeln, um dann an die schräge Traufe hier heranzukommen. Das Ganze wird dann nur noch begrenzt durch ein Bauteil, durch die Dachhaut, welche zum Beispiel auf die obere Ebene draufgelegt wird, Eingabetypus 1, übliche Einstellungen, okay. Und dann kann diese Dachhaut mit oder ohne Überstand, hier 30 cm Überstand, was unten eingegeben wurde, auch eingebaut worden. Und die Dachhaut folgt dann den Dachschrägen auch entsprechend, wenn man diese fertig einbaut. Und so ist dann eine schiefe Traufe, abhängig von der Gebäudegeometrie, entstanden.